Neben der IFC-Möglichkeit haben wir seit Version 26 auch ein Modul, um über Hinzufügen Dateien Revit-Dateien einzulesen. Dabei unterscheiden wir einmal zwischen RFA und RVT-Dateien. RFA, die sogenannte Revit-Familie, beinhaltet zum Beispiel viele Hersteller, wie hier ein Dachflächenfenster der Firma Velux, was als RFA-Datei im Internet als Download bereit liegt. Diese RFA-Dateien können Sie ohne Lizenz einlesen. Somit haben Sie eine große Variabilität und eine große Möglichkeit, eben auch noch Ihren Katalog zu erweitern mit diesen Elementen. Lesen wir über Hinzufügen Dateien allerdings eine RVT-Datei ein. Dies ist dann eben eine Lizenz, die Sie bei uns erwerben können. Lesen wir das nun ein und übernehmen aus der Revit-Datei nur die 3D-Ansichten, die Szenen und auch die Geschosse. Nach dem Import steht nun also auch im Geschossmanager hier die Struktur der Revit-Datei zur Verfügung. Das heißt, genauso wie wir das mit den anderen Elementen machen können. Elemente, die kein Geschoss haben, das sind hier diese Bauteile, können auch ausgeblendet werden. Aber ansonsten sind auch hier die Geschosse eingeblendet. Wenn wir nun zum Beispiel das Geschoss hier uns anschauen und wenn wir nun mit dem BIM Management Tool oder die IFC-Lizenz uns das betrachten, bekommen wir hier die einzelnen Bauteile, haben hier die einzelnen Elemente und in diesem Fall hier haben wir die einzelnen Bauteile dann auch als Wand definiert. Das heißt, über Modifizieren sehen wir nun, dass es eine Wand auch als Platte vom Typ Wand importiert wird. Hinzu kommt eben der Name des Bauteils, das Geschoss wie gesagt, die Baugruppe und die Bauuntergruppe, die jeweiligen Familien im Revit entsprechen. Auch so haben Sie nun die Möglichkeit, also Ihre Daten noch besser zu importieren. Werfen wir einen Blick auf die Szenenleiste, dann sehen wir auch da, dass wir hier unten Revit-Szenen nun bekommen. Diese Revit-Szenen entsprechen den Blickrichtungen oder beziehungsweise den Ansichten, die im Revit gespeichert sind. Nicht in jeder Szene ist etwas hinterlegt, aber diese Revit-Ansichten können Sie halt nutzen, um auch besser mit Ihrem Partner zu kommunizieren, der Ihnen diese Revit-Datei zur Verfügung gestellt hat.